Ja, Leute, nur ganz schnell ein kleines Zwischenvideo. Das seht ihr jetzt, also das richtige Video kommt jetzt gleich. Aber dank Jamie habe ich herausgefunden, was man machen muss, um hier diesen legendären Waldwurf auszuführen. Und zwar müsst ihr euch einfach mit der Schleppangriff, also wie er da steht, also dieses Anpirschen an die Schwimmerin ranmachen. Das klingt, in die Schwimmerin ranmachen. Naja, und die dann gegen die Boje schmettern. Ich habe das jetzt bei Level 1 und 2 geschafft. Ich versuche gerade mal Level 3, um euch das zu demonstrieren. Damit ihr nicht sagt, ja, der hat gecheatet oder ähnliches. Also, der Schleppangriff sieht so aus. Moment, wenn ich die jetzt hier finde. Ja, hier, so, das ist ein Schleppangriff. Und ich schwimme in die falsche Richtung. Und passt auf jetzt. Das schaffe ich nicht. Ja, nein. Okay, Moment, ich zeige es euch nochmal. Ich muss nur die Schwimmerin auf Anhieb finden. Ja, und ich finde, der Titel ist ziemlich irreführend. Da, ja, das habt ihr jetzt natürlich super gesehen. Ich glaube, das war's. Ja. Ich guck mal gerade, ob ich das nochmal machen kann. Ansonsten zeige ich euch das mal ganz kurz, was dieser Schleppangriff ist und was hier als legendärer Weitwurf zählt. Ja, ich glaube, da habe ich gerade einen Mensch gesehen. Ja, passt auf. Hier hole ich mir mit diesem Schleichen ein Opfer in die Fresse. Ja, und die hat es, glaube ich, auch verdient. Guck mal, wie die aussieht, wie dick. Ja, das Schleppen sieht so aus. Und ich schwimme dann einfach schnurstracks auf die Boje zu. Moment, wenn ich eine finde. Wahrscheinlich gerade nicht, aber ist nicht schlimm. Die sind wahrscheinlich nur Quest-Items gewesen. Naja, egal. Jedenfalls könnt ihr so dagegen schwimmen. Ja, die zerplatzt dann irgendwie. Ich bringe sie mal gerade wieder an Land, damit sie nicht meint, ich wäre ein böser Hai. Hier, kannst du haben. Ja, lass auch los. So, die kann sich weiter. Ich glaube, ich habe das Bein abgemacht. Aber dann kann die sich wenigstens länger sonnen. Nee, das hängt dann noch halb dran. Na gut. Okay, Leute, Video startet jetzt. Okay, Leute, wir machen weiter bei Jaws Unleashed. Und ja, das Video habt ihr gerade gesehen. Wundert euch nicht über die Zusammenstellung. Ich habe das, wie gesagt, offscreen gemacht. Ich wollte diese Quests beenden. Und das muss ja nicht in dem Video. Ihr habt die Quest ja schon häufig genug gesehen. Beiß doch bitte diesen Fisch tot. Dankeschön. Ja. Dann wollte ich euch noch was zeigen, weil jetzt muss ich es einfach machen. Jetzt brauche ich mal wieder ein kleines Video für die Nebenquests. Weil, weiß ich nicht. Moment. Ja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt hier offscreen. Und bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle, Moment, da jetzt noch nicht, oder? Nein. Wir werden jetzt nochmal die bereits besuchten Orte besuchen. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Moment, da war was. Oder? Weil es gibt... Also das ist... Hä? Dass es Nummernschilder gibt, das wisst ihr. Davon gibt es in jedem Level 5. Das heißt, wir müssten bisher 40 haben. Ja, genau. Wenn wir die 5. Mission beginnen, müssten wir 40 haben. Ja, das hat mir alles Jamie geschrieben. Es gibt Rare-Items, wie zum Beispiel diese Nautilus. Und das menschliche Skelett, davon gibt es offenbar 9. Und wenn ihr euch gerade fragt, warum ich hier so sinnlos umherirre, ich suche etwas, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, als ich die Quests nachgemacht habe. Ja, das mit dem U-Boot ziehen habe ich auch gemacht, das kann ich hier kurz zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quests haben wir jetzt fertig. 1, 2, 3, 4, 7 mit der Insel hier. Ja, genau. Und sie hat mir das dann alles gesagt. Und hat gesagt, hier, es gibt insgesamt 50... 50? Doch, irgendwie 45. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es Nummernschilder und. Und diese Rare-Items. Und da ist es. Genau das habe ich gesucht. Seht ihr? Da ist ein Piratenschatz. Ja, den habe ich beim letzten Mal nicht eingesammelt. Also ich weiß nicht, was passiert. Ich habe ihn zwar gesehen, aber... Du hast eine Schatzkiste gefunden. Es sind insgesamt 50 Schatzkisten über den Ozean verteilt. Wenn du sie alle findest, erhältst du einen Bonus. Okay, ja. Außerdem hat sie mir gesagt, dass es diese Piratenschätze nur auf dieser Welt hier gibt. Also nicht in irgendeiner Mission oder ähnlich. Nein, gibt's nicht. Und hör auf zu lenken. Ja, die werde ich offscreen sammeln. Natürlich nicht alle auf einmal. Das werde ich so peu à peu machen. Und warum lenkt das jetzt? Das ist nicht so vereinbart gewesen. Soweit, so gut. Ich glaube, das war's im Groben und Ganzen. Ach so, genau. Wir könnten natürlich auch noch unsere Fertigkeiten verbessern. Wir machen das einfach schön hybrid. Genauigkeit einen Punkt hoch. Ja, möchte ich. Den Hunger einen Punkt hoch. Ja, möchte ich. Okay, und wir können uns sogar noch was leisten. Da würde ich sagen, machen wir... Genauigkeit, Kraft, Genauigkeit, Kraft, Hunger, Tempo. Ach, wir fangen oben an. Genauigkeit. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen besseren Angriff freigeschaltet. Waffen und Fangen an der Oberfläche. Ach, Werfwaffen. Werfen und Fangen an der Oberfläche. Drücke die Biss-Taste, während du ein Opfer nach dem stillen Angriff im Maul hältst. Um es so zu werfen und mit einem Biss in der Luft zu zerreißen. Hoje, was? Okay, Moment, das will ich mal ausprobieren. Nach einem stillen Angriff. Ja gut, das klappt jetzt nicht. Gut, das gefällt mir gerade eigentlich nicht, dass es so laggt. Ich weiß nicht, was es jetzt auf einmal hat. Ach, Moment, Leute, ich bin gleich wieder da. Moment. So, nochmal testen, ob es jetzt besser läuft. Ich hoffe, ja.
Und wenn nicht, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, mal klappt es, mal nicht. Total dämlich. Wo will ich eigentlich hin? Da, glaube ich. Ja, vielleicht finden wir unterwegs sogar noch ein paar Schätze. Okay, zwei. Wir haben 1000 Punkte erhalten. Schön. Und ich möchte jetzt gerne hier hin. Das war nämlich die Toten der Nacht. Ja. Wie gesagt, wir müssten theoretisch... Ich glaube, hier haben wir alles. Hier haben wir nämlich das menschliche Skelett gefunden. Das ist dieses Rare-Item, das sogenannte. Wovon es halt neun gibt. Ach ja, genau. Und es gibt wieder Missionen. Oder was heißt wieder? Sobald ein Areal fertig ist, scheinen da Missionen aufzutauchen. Das finde ich ganz cool. Ja. So, jetzt Moment. Jetzt versuche ich das hier mal. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den in der Luft zerbeißen kann. Das möchte ich noch gerade ausprobieren. So. Hier irgendwie. Ich habe es rausgefunden. Schön. Das wird uns wirklich sehr helfen, weil wir häufiger ja mal Probleme hatten, einen Mensch oder so nicht zeitlich rechtzeitig zu killen. Ganz cool. So. Blut und Wasser. Zusatzaufgabe 16. Wirft die Schwimmer auf... Was? Wirft die Schwimmer auf Passanten oder in Zelte? Okay. Versuchen wir das mal. Achso, die sind ja da. Genau. Komm mal her. Ja, ich habe auf jeden Fall mit dem einen Schwimmer einen anderen Schwimmer erwischt. So, und jetzt hier einfach mal... Komm, das... Was, was? Nein, 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 nein. Habt ihr gesehen? Oh, oh, da war ein Hai, der mich im Wasser gekillt hat. Schnell ins Wasser, da bin ich sicher. Er ist ein Hai, er kann nicht schwimmen. Hä? Was zum... Achso, das... Hä, ich hab das doch geschafft. Warum denn nicht? Ja, jedenfalls wird es darauf hinauslaufen, dass ich die ganzen Quests zeige. Ein, zwei Versuche mit denen unternehmen werde. Kann ich die da abliefern? Nee, auch nicht. Gut, dann muss ich die irgendwie werfen scheinbar. Zack. Ich hab doch getroffen, oder? Hallo, ich hab den doch getroffen. Alle... Nee, ich musste nur einen Treffer landen. Oder muss ich das aus dem Wasser rausmachen? Keine Ahnung. So, Moment. Das war ein Treffer. Hä? Wirf dich, guck mal. Wirf die Schwimmer auf die Zelte, ja? Mache ich doch. Da ist ein Schwimmer. Den ich nicht erwischt habe. Schön. Oh, das scheinbar schon. So. Auf die Passanten oder auf die Zelte. So. Upsala, komm mal mit. Ja. Okay, mal an die Oberfläche. Ey, ich verstehe das schon wieder nicht. Ich habe das Zelt doch getroffen. Ja, jedenfalls möchte ich das jetzt noch schnell versuchen. Ich versuche es jetzt noch ein, zwei Mal. Und sonst gehen wir nochmal ins Tutorial-Level, weil da gibt es auch ein Rare-Item, was wir übersehen haben. Also, Moment. Moment, vielleicht muss ich die auch so nehmen. Könnte auch sein, mit dem Schleichangriff. Nee, offenbar nicht. Nee, okay, das ist... Hä? Wenn ich die nehme und festhalte. Ich weiß doch echt gerade nicht. Es wird mir kein neues Target angezeigt. Oder ich muss die ganz woanders hinbringen. Das könnte auch sein. Ja, genau auf der Matratze gelandet. Warum auch immer ich jetzt die Aufgabe nicht gelöst habe. Ein letzter Versuch, ansonsten geht's weg hier. Es könnte natürlich auch sein, dass ich die anders greifen muss. Gibt's hier noch andere Sachen? Ist zu weit, ne? Na gut, wird auch offscreen erledigt. Und, ach komm, ey, das ist dumm. Wieso leckt es? Hier, ich treffe es doch. Guck doch hin. Ja, Treffer. Ach, warum auch immer das jetzt scheinbar nicht zählt, keine Ahnung. Ich habe die zwar getroffen, aber ist okay. Na gut, ihr habt es gesehen, das werde ich auch offscreen machen. Ich wollte euch das nur zeigen. Ihr braucht das ja nicht 3, 4, 5, 80 Mal zu sehen. Gerade nochmal schnell gucken, ob es hier irgendwo ein Nummernschild gibt, was wir übersehen haben. Weil ich brauche eins, um zu wissen, wie viel wir genau haben. Ich habe nämlich leider keinen Plan. Und irgendwie kann ich das auch nicht nachsehen. Oder? Zusatzaufgaben vielleicht? Nee. Nee, wird leider nicht angezeigt. Naja, ist egal. Sehen wir aber im nächsten Nummernschild. Gut, also ins Tutorial-Level zurück. Weil wir lieben Tutorial-Level sind so schön. Moment. Achso, hier war das menschliche Skelett, genau.
So, komm mal mit. Damit ich was zum Spielen habe, unterwegs. Wo geht's hier raus? Hier ist es nicht. Und mich fuckt das so ab, dass es jetzt am Längen ist. Das war die ganze Zeit nicht. Ja, ich möchte das Level verlassen. Gib. Aber wir haben einen neuen Angriff. Das finde ich immer sehr cool. Naja. Ich glaube, die Ankunft hieß das Tutorial-Level. Das war hier. Müsste auf jeden Fall hier irgendwo gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Da gibt es... Ach so, ihr habt es ja gesehen. Das war jetzt übrigens auch tagsüber. Auch interessant. Die ganzen... Oh, ich habe mich falsch umgedreht. Die ganzen Quests mal an Tag zu sehen. Also mit Sonnenlicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich mir das eben... Ich schwimme schon wieder falsch. Weil ich mir das, wie gesagt, eben vor der Aufnahme mal angeguckt habe. Dass dieses Tutorial-Level ein ganz anderes ist als das, was wir hatten. So dumm das auch klingen mag. Und ich sollte mir vielleicht angewöhnen, nicht so schnell hier über alles drüber zu schwimmen, damit wir die Schätze nicht übersehen. Der Ausbruch? Nein, das war es nicht. Das war das Level mit, weiß ich nicht. Achso, das war das letzte. Genau, da muss ich auch noch hin. Da habe ich wahrscheinlich auch was übersehen. Was war denn da? Was habe ich denn da jetzt übersehen? Habe ich ja jetzt übersehen. Ich weiß es nicht mehr. Hat mir Jamie auch eben geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was ich übersehen habe. Achso, wahrscheinlich ein Rare-Item. Höchstwahrscheinlich, ja. Gut, dann war die Ankunft hier. Nicht? Doch, ich glaube, es müsste hier gewesen sein. Und ich bin die ganze Zeit auf den Wassergrund am gucken, ob da irgendwo ein Schatz liegt. Weil 1000 Punkte sind nicht gerade wenig. Ja, und die werden natürlich auch benötigt für 100% in dem Spiel. Und die will ich nach wie vor weitestgehend erreichen. Ja, genau, die Ankunft war's. So, mal schauen. Lernprogramm. Und irgendwie ist das Lernprogramm total anders. Oder ich habe es einfach gar nicht mehr so in Erinnerung. Seht ihr? Ich kann mich nicht schon erinnern, dass das Level so ausgesehen hat. Aha. Ach ja, genau. Es sollte ein Piratenschiff oder so geben. So. Als Rare-Item. Gut, mal den ganzen Kram hier durchschwimmen. Das sieht mir sehr verdächtig aus. Ach. Achso, hier unten war das Piratenschiff. Ja, genau. Gut, dann war das offenbar doch dieses Level. Aber vielleicht erst da hinten, weil als wir die Quest erledigt haben, sind wir direkt hier weggegangen. Also, oder von hier weggegangen worden. Wenn man das so ausdrücken kann. Die Quest werde ich gleich annehmen. Ich möchte jetzt gerade noch gucken, ob ich dieses Rare-Item finde. Überall Schwimmer, andere Affenköpfe. Ja, und leider gibt es ja keine Karte. Das macht die ganze Sache ein wenig unübersichtlich. Aber nicht so schlimm. Sollte klappen. Okay, da gehen wir nicht nochmal rein. Ich muss ja nachher nur irgendwie rausfinden. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich zufrieden. So, gut. Ausgang habe ich gefunden. Möchte ich aber jetzt nicht raus. Weil es gibt hier Nummernschilder, das weiß ich. So, schau mal an. Da ist doch was. Und zwar ein... Lass es los, los. Oh, kannst du es loslassen? Dankeschön. Ja, fast. Leichensack. Ja, das war eines dieser sogenannten Rare-Items. Wie die Nautilus davor und das Menschen-Skelett, was ich jetzt zum 8 wiederholten Male sage. Zum 8 wiederholten Male, genau. Okay, und jetzt noch schnell gucken, ob es hier Nummernschilder gibt. Weil ich weiß, dass es hier mindestens eins gibt. Das habe ich nämlich eben auch gefunden, als ich hier war. Aber ich habe es nicht eingesammelt und vor allem nicht gespeichert, weil ich euch das zeigen wollte. So, schnell mal gucken. Ansonsten habt ihr die Gewissheit jetzt, dass es hier noch Nummernschilder gibt. Und dass ich die einsammeln werde. Weil ich will gucken, dass ich die ganzen Nummernschilder bis jeweils zum nächsten Levelbeginn habe. Soll heißen, wenn ich Mission 5 anfange, möchte ich 20 Nummernschilder haben. Und 4 Rare-Items. Die Missionen, ja, über die lässt sich streiten. Die werde ich, wie gesagt, wahrscheinlich offscreen machen. Aber erstmal gucken. Tod am Pier. Töte das TV-Team in 60 Sekunden. Das in recent months, the unexpected increase in Amity's short population has had a drastic effect on the seal population. Normally at this time of year, seals can be viewed in large numbers by the public here. This year is different. Aha, gut. Wo sind die jetzt, das TV-Team? Ich weiß leider nicht, wer das TV-Team ist. Oder wer da überhaupt zugehört, weil irgendwie wird mir kein Target angezeigt. Ach so, ha! Okay, ich sehe, da war ein Pfeil drüber. Das sehe ich aber jetzt erst. Okay. Den brauchen wir eigentlich nur ganz kurz im Wasser. Da können wir nämlich direkt unsere neue Fertigkeit verwenden. Ah, okay. Gut. Wo ist der letzte? Oder der nächste?
Ja, es ist nicht so leicht. Ihr habt gesehen, dass ich meine Springdefizite habe. So, da warst du ja bestimmt irgendwo dabei, oder? Komm, jetzt sag nicht, ich habe von den ganzen 27 Leuten da alle erwischt, außer dich. Aha. Tötet ja in 60 Sekunden nach wie vor, aber diesmal diesmal wahrscheinlich mehr von dem Team. Und wo sind die jetzt? So, komm her, hier warst du, ich habe dich gesehen. Los! Stopp! Du willst dich bestimmt retten. Wird aber nichts draus. Weil dafür haben wir einen neuen Angriff und der ist schön und der macht Spaß und ist alles lustig und super. Oh Gott, schwimm doch mal ein bisschen schneller los. Ich hätte vielleicht erstmal die Geschwindigkeit verbessern sollen. Ey, ich hänge ja überall fest. So, wo ist jetzt noch einer? Ach so. Die können auch noch abhauen. Wie realistisch. So, das TV-Team ist hier. Gut, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir vorher die Piers hier kaputt machen. Damit die ja nicht abhauen können, wie wir das gerade mal zufällig gemacht haben. So, was? Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt hingeglitscht habe. Ah, schau mal her. Kommen wir erstmal die hier ins Wasser runter. Falscher, warte. Ach, bist jetzt tot. Ja, bist du. So, wo sind noch mehr? Ah, es ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Vor allem nicht, wenn ich nicht an die Wasseroberfläche springen kann. Okay, einer noch. Komm, das schaffen wir noch. Ich weiß nur nicht, wo der letzte jetzt sich wieder aufhält. Wieso? Zum Geier? Ja, ich kann ja gar keine Karte sehen. Stimmt ja. Hey, wo ist denn der letzte? Ich finde den nicht. Ich weiß nicht, wo er sein soll. Sorry. Die war es offenbar nicht. Da wäre ein Pfeil drüber gewesen. Du bist es auch nicht. Aber er ist auch nicht entkommen irgendwie. Bin ich blind? Keine Ahnung, sorry. Habe ich nicht gesehen. Ich versuche es noch einmal, damit ihr, wie gesagt, die Mission sehen könnt. Und ich sagte, du machst alles offscreen. So, hier sind... Ah, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Tschüss! Zwei übrig. Und diese Attacke macht mir Spaß. Aha, da hinten ist wer. Moment, du bist hier gefangen, glaube ich. Jedenfalls jetzt gleich. Und du bist jetzt hinüber. So, sollten wir schaffen, wenn ich mich jetzt nicht äußerst dumm anstelle. So, komm her. Aufgabe erledigt. Und das nächste Level. In 40 Sekunden nur noch. Ich kann ja sein, dass ich die ganze Zeit falsch rum am Anfang schwimme. So, hier erstmal kaputt machen. Zwei übrig. Runter da. Schneller. Okay. Na komm, nimm ihn. Nimm ihn auseinander. Okay, und einer noch. Wo ist der letzte? Na komm, find ihn doch jetzt einfach nur. Ist er wieder im Wasser? Ja, das finde ich uncool. Dass es das nicht angezeigt wird, wer jetzt zum Filmteam gehört und wer nicht. Also es wird uns ja angezeigt, aber wir haben keine Karte, wo wir das sehen können. Das ist irgendwie ziemlich dämlich. Ich habe null Anhaltspunkte, wo ich gucken könnte. Na gut, ich schwimme jetzt mal andersrum. Moment. So. Ach so. So, da ist der erste. Ja, super Kameraeinstellung. So, da ist der nächste da hinten. Und ich glaube, da hinten habe ich den anderen gesehen, oder? Habe ich ihn gesehen oder nicht? Ja, habe ich. Moment. Er müsste jetzt im Wasser sein. Stimmt, da hätte ich eben auch mal gucken können. Ja, komm. Ach, das schaffe ich nicht. Zeitlich. Jetzt habe ich ihn zwar gesehen, aber ich schaffe es nicht mehr zeitlich. Super. Ja, ich bin unten drunter durchgeschwommen. Schön. Du bist leider die Falsche. Ich setze dich wieder ab, indem ich dich durch die Pierce-Dinger schlage. Auf ein neues. Ja, das ist nicht so schwer. Das ist machbar. Definitiv. Hier ist der erste. Gewesen. Dann ist hier der zweite. Ja, der ist schon mal eingesperrt. Schön. Und der letzte ist da. Genau. So, und jetzt schwimmen weg. Und jetzt muss ich den nur noch erwischen. Dann ist das Schwierigste geschafft, glaube ich. Ich krieg ihn da aber nicht weg. Guck mal, ich komme hier nicht dran. Ja, du bist die Falsche. Dumm. Echt dumm.
Er steht da einfach rum. Oh, Gottes Willen. Okay, letzter Versuch, Leute. Ansonsten habe ich meinen Soll erfüllt, glaube ich. Ich habe euch gezeigt, was es zu sehen gibt. So, Junge, du kommst mir jetzt erstmal nicht weg. Bist jetzt tot? Ja, bist du. So, und ihr beiden kommt hier auch nicht weg. Schön. Einer müsste im Wasser sein, glaube ich. Ne, die sind beide direkt da. Okay. Na komm. Jetzt, hallo, nimm ihn doch mit. Ja gut, das geht auch, wenn du ihn ins Wasser wirfst. Dem machen wir aber ein schönes Ende. Nämlich so. Das sollten alle gewesen sein, oder? Hä? Das waren noch drei. Ah ne, hier der noch. Jetzt aber. Gut, Aufgabe gelöst. Schnell wieder ins Wasser zurück. Wenn das dann irgendwann mal klappen würde. Dankeschön. Gut, eine Aufgabe wenigstens erreicht. Erreicht? Gelöst, ja. Ich bin mir aber nahezu sicher, ich weiß, dass es hier noch ein Nummernschild gibt. Und ich will wissen, wie viel ich jetzt habe. Und ich weiß auch, dass es hier in der Nähe war. Und es war recht weit oben. Auf die Uhr mal schnell gucken. Ach, eigentlich, ich habe sogar noch ein bisschen Zeit. Ah, hier ist es doch. Ich glaube, das war's. 16. Okay, das heißt, es fehlt uns noch eine ganze Menge. Aber wie gesagt, das werde ich offscreen nachholen. Weil ich denke mal, das ist ziemlich simpel. Deshalb versuchen wir dann mal schnell bei dem Ausbruch das versteckte Item zu finden. Okay, kurzer Trackback. Ich bin gerade irgendwie aus Jaws geflogen, keine Ahnung, deshalb. Ich habe das ganz kurz nachgespielt jetzt. Ich weiß nicht, wo ich gerade beendet habe. Lasst euch nicht weiter davon stören, das ist einfach nie passiert und fertig. Ich gehe nur so aus Sicherheit mal gerade speichern. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Verfolgung oder die Jagd oder der Gejagte. Jedenfalls die letzte Mission, die wir hatten. Ja, einzige, was mir jetzt noch fehlt, ein Schatz, den wir eben durch Zufall gefunden haben. Aber den werde ich auch irgendwie separat, offline, offscreen, offline. Ja, Jaws Online. Dringen sie zusammen vor in eine Welt voller Unterwassermüll, wo sie zusammen als Team... Ach, was weiß ich. Ich will den Satz gar nicht beenden. Ja, speichern mit dem Typ im Maul. Und ich werde das kontrollieren beim nächsten Mal. Weh, den habe ich nicht mehr im Mund. Egal, 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 egal. So, und wie gesagt, der Ausbruch, das war die letzte Mission. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Leichensack geholt habe. Vom letzten Mal, aber ich meine schon. Ach, ich werde das auch noch kontrollieren gehen, aber auch. Ne, den habe ich geholt. Ich bin mir fast sicher. Moment, ich kann ja auf den Punkten gucken. Sieht gut aus, könnte hinkommen. Ja, ich glaube, die Verfolgung oder wie es hieß, das war hier. Da soll uns wohl auch was fehlen. Und zwar... Ja, was war das? Ach ja, das Piratenschiff, genau. Wenn es denn überhaupt hier war, habe ich meinen schon, oder? Die Toten, nee, die Toten der Nacht war es nicht. Oder, Moment, war das da drüben? Es könnte aber auch das hier gewesen sein. Diese Mission da. Ey Gott, ich habe echt so ein Kurzzeitgedächtnis. Aber was soll's. Ach, einfach schnell gucken gehen und fertig. Ansonsten lasse ich das hier gut sein. Ich habe ja wieder ein bisschen was zu machen. Ja, und wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ich beim nächsten Mal irgendwie schon viele Schätze habe oder die 20 Nummernschilder komplett gesammelt habe. Das ist alles so geplant. So, der Ausbruch. Ach nein, das war es auch nicht. Fuck. Ja gut, ich glaube, dann lasse ich es einfach dabei gut sein. Was zum? Moment, warum ist da eine Mission, die wir noch nicht haben? Die gucke ich mir noch schnell an. War das? Achso, das waren die Toten der Nacht, ne? Genau. Ach, dann gucken wir die auch noch schnell an. Scheißegal. Ich habe eh keine Ahnung, wie lange der Part jetzt schon ist. Viel zu lange, wie hätte er sein sollen, aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, hier hatten wir alles. Wenn jemand da echt Lust zu hat... Nein, nein, nein. Lass es. Ist schon gut. Ich habe den Satz gerade nie begonnen. Ich werde das selber kontrollieren. So, Blut und Wasser. Wer für die Schwimmer... Ach so. Ha, ja. Okay, komm, einmal noch versuchen, so zum Abschluss. Entweder klappt das jetzt oder das klappt nicht. Wobei ich das nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil normalerweise müsste es jetzt angezeigt werden. Also, wenn wir den ersten im Mund haben, müssten eigentlich die Targets ändern. Also, normalerweise würde jetzt unten angezeigt werden, dahin bringen. Ja. Gib her. Komm mit. Ach so. Cool, damit habe ich gerade rausgefunden, wie ich die hochschmeißen kann. Schön. Ist das nicht lustig? So,
So. Moment. Ja. Das hat nicht geklappt. Also es muss total simpel sein, glaube ich. Habe ich jetzt unterwegs verloren? Hey, ich verstehe das nicht. Wieso? Ich habe ihn doch getroffen, Mensch. Ich gucke mir jetzt die Missionsbeschreibung noch einmal an. Wirf die Schwimmer auf Passanten oder in Zelte. Ah, das, wenn das jetzt echt der Unterschied gewesen ist, oder das, was mir gefehlt hat, dann dumm. In Zelte. Moment, den hier anvisieren. Komm her, und jetzt zack. Ja, der ist weg. Nee, Leute, das mache ich offline. Wie gesagt, ich gehe jetzt sammeln. Bisschen Nummernschilder, bisschen hier die Rare-Items. Sprich, das eine fehlende Rare-Item. Das zeige ich nochmal ganz kurz in dem Video, wie ich das einsammle, damit ihr seht, wo das ist. Und morgen geht es in der Story weiter. Ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!